Gentlemen, Mesdames et Messieurs, Damas y Caballeros, meine Damen und Herren, das ZDF präsentiert Let's Have a Party mit Thomas Gottschalk. Ich bin's bloß, Born to be Wild. Die wilde Generation der 60er trifft sich zu einer Party. Let's, die Damen sind nicht bestellt, ich garantiere es. Freiwillige küssen den Moderator bereits vor der Sendung. Das heißt, sie wissen, was kommt. Diese Herrschaften sind auf jeden Fall richtig, wenn sie zu Hause zugucken und vielleicht schon ihren Lebensherbst erreicht haben. Und immer noch nicht gemerkt haben, dass nicht über jedes Bacherl ein Brückerl geht, dann sind Sie wahrscheinlich falsch in dieser Sendung. Wenn Sie ein ganz junger Mensch sind und mir immer noch nicht glauben, dass die New Kids on the Block in 3 Jahren vergessen sind, dann sind Sie auch falsch in dieser Sendung. Richtig sind alle, die der Meinung sind, dass die Musik der 60er nicht vergessen ist. Und wir nehmen das alles nicht ganz so ernst. Da klingt noch was bisschen von den 50ern mit. Da gibt es die frühen 70er. Und wir haben natürlich auch zwischendurch ein bisschen gemogelt. Wenn ich ehrlich gewesen wäre, wäre ich nicht mit einer Harley reingekommen, sondern mit einer Velo Solex. Das Ding habe ich nämlich damals gefahren. Und wir werden natürlich im Laufe des heutigen Abends ein paar Erinnerungen auch von mir und hoffentlich auch von Ihnen zu Hause an die 60er haben. Wir werden am Ende mit einem großen Feuerwerk MC Hammer auf den Mond schießen, weil damit unsere Kinder auch mal sehen, was damals wirklich musikalisch passiert ist. Wir haben das komischerweise noch sehr gut im Kopf. Also ich erinnere mich bei jedem Oldie, das ich höre, immer noch an das Lied, das bei mir auf dem Tonband danach gekommen ist. Und wir wissen natürlich sofort beim Liedanfang, was gemeint ist. Zum Beispiel Love Like a Man, huh? 10 years after, yeah. Oder dang, 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 dang. Die kommen gleich, Equals mit Baby Come Back. Und zuerst kommt Skinny Minnie, Tony Sheridan with Larry and the Hand Jive. She's a crazy chick. 6 foot high, 1 foot thick. Well, do I love her? Does a boy look fine? Well, she is the apple of my eye. Skinny Minnie. She's tall, that's all. Well, although her shadow don't take much ground, what there is really gets around her. So what she be? One evil lash weighs too much for me. Skinny Minnie, she's skinny, she's tall, that's all. Thank you.
wishing for. One half rock and the other half roll. You can dig that chick from either side. Yeah, she's something else. King size, the eighth wonder of the world. Ah, you gotta see my baby. Oh, she's great, man. What a show. Das ist das Motto einer Ausstellung in Düsseldorf. Der Spültisch in der Kochnische ist gleichzeitig das Badezimmer der zeitgemäßen Junggesellenwohnung. Eine Neuheit für die Hausfrau, das Scheuertuch mit automatischem Auswringer. Und hier das komplette Büro im Wohnzimmerschrank. Viele Neuheiten für die moderne Kleinwohnung versuchen die Probleme zu lösen, die sich aus dem heutigen Wohnraummangel ergeben. Zauberkugel. Saugerkugel. Kugelstaubsauger Hoover. Völlig neu.
ganz anders, zukunftsweisend, Hoover. Man braucht ihn nicht mehr zu tragen oder hinter sich herzuziehen. Schwerelos, auf Luft gleitend, folgt die Kugel der Frau überall hin. Die Dehnbarkeit des Doppelstretch-Schlauches ermöglicht eine zauberhaft leichte Handhabung. So werden mühelos die unzugänglichsten Winkel erreicht. Hoover, der einzige Staubsauger mit dem Doppelstretch-Schlauch. Kugelstaubsauger Hoover. Natürlich wollen wir heute Abend auch dem jungen Menschen, der noch keine Ahnung hat, wovon wir hier reden, ein bisschen von der Welt der 60er zeigen. Man mag sich beispielsweise vorstellen, dass ich 13 Jahre alt war, als wir den ersten Fernseher überhaupt gekriegt haben. Was wir allerdings früher hatten, war ein Mixer. Das war, also damals haben die Muttis noch selber gemixt hier. Da wurde alles reingehauen, also Möhren und so Zeug. Bananenmilch zum Beispiel hat sich damals durchgesetzt. Gewisse Dinge in der Küche gab es überhaupt noch nicht. Zum Beispiel, ich sag heute noch Ketchup, weil ich also mit 8 oder 9 zum ersten Mal Ketchup oder die berühmte Worcester-Soße, wo inzwischen ja jedes Kind weiß, dass die Wooster heißt. Aber wir haben eben, schau mal, der funktioniert heute noch. Ein Mixer aus den 70ern, späte 60er und die gute Bananenmilch. So, die haben ja damals noch eingemacht, die Mütter. So einfach, so gesund könnte man sich ernähren. Was essen die Kinder heute? Pommes gab es zu meiner Zeit noch überhaupt nicht. Das ist so eine Knetemaschine. Und das hier ist also so ein Entsafter. Holunderkompott hat meine Mutter gemacht und so Zeug. Deswegen sehen wir eben heute so aus. Kaum 40 schon wächst dem Mann der Bart. Dann Radios. Das war ja damals noch als ganz Besonderes. Wir hatten so ein Radio mit so einem Stoff. Hat man das angemacht, dann ging so ein grünes Auge an. Wir Kinder, wir wussten noch, es gab Radio Beromünster, Radio Hilversum. Da stand da alles drauf, unheimlich geheimnisvoll. So sahen die Kübel damals aus. Ein schöner Musikschrank mit dem Schieberchen zum Öffnen. Da haben wir so Karten, so Platten gehabt. 78 haben sich die noch gedreht. Und hier was ganz Elegantes, der Staubsauger. Schauen Sie mal, da gab es Staubsaugervertreter, die gingen von Tür zu Tür, haben einen Teppich ausgerollt, Asche drauf gedings und dann, nee, Frau, darf ich Ihnen das mal zeigen, hier unseren Klopf- und Staubsauger. Und dann haben die also, guck mal, so sahen die Staubsauger 1965 aus. Der Staub der 60er. Erinnert ihr euch noch? Unter den Talaren steckt der Muff von 70 Jahren. Und den haben wir damit weggesaugt. Apropos Zigaretten. Ich meine, damals war das Rauchen wesentlich gesünder. Das gab eben noch Kräuter damals. Eckstein, wisst ihr noch? Oder Overstolz, Zuban, Salem ohne, die in der grünen Packung. Meine, die grüne Packung allein, der grüne Raucher ohne Filter und das reine Kraut. Die Werbung damals war auch schon heiß. Was wir alle noch kennen, ist das berühmte HB-Männchen. Das gucken wir uns zwischendurch an. Und frohen Herzens genießen ist ja nicht mehr. Aber man guckt immer noch gerne hin. Mein Freund, wer wird denn gleich in die Luft gehen? Greife lieber zur HB. Dann geht alles wie von selbst. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane to a town or a town of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the world goes by, we go fishing or go sailing. See, we're always happy, the last we live in, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee 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 dee, da 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 da, yeah, we're happy, da da da, dee da da dee da da da, da 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 da, da 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 da, da da da. Oh,
you again. Big old driving, or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. Tobt, dann fahrt ihr um. Es ist auch eine Unart unserer Generation, ewig mitzusingen bei diesen Geschichten. Mein Sohn sagte mir, sing wenigstens nicht mit, wenn ich schon dauernd die Beatles höre. Aber das Zeug konnte man halt auch noch mitsingen. Die Kinder mit ihrer Rap-Scheiße, was sollen sie denn auch singen? Das ist ja alles nicht mehr. Früher haben natürlich auch Tausende von Bands versucht, mit drei Griffen auf der Gitarre das Ganze nachzuvollziehen. Also in meiner Gegend gab es beispielsweise die Silhouettes, die Telstars, die gibt es heute noch schwer gealtert, aber die spielen einfach immer noch die Sachen von gestern. Und dann gab es meine Schulband, die Lazy Bones. Das war so eine Übersetzung eines Humanisten. Ich weiß gar nicht, ob es das in Wirklichkeit gibt. Aber die hatten einen starken Titel und der war fast wie im Original. Jetzt hören wir ihn ganz im Original. Hier sind The Swinging Blue Jeans, The Hippie Hippie Shape. Hippie, hippie, shake.
dieser Rubens eine Harmonie in Licht und Farbe. Meisterhaft in der Linie. Dieser Charme der natürlichen Bewegung. Wunderbar in der Harmonie der Form. Ein gekonntes Schönheitsideal. Da siehst du wieder. Bei uns loben sie nur den Maler und die Kunst. Ja, und da drüben sprechen sie nur von der Schönheit des Weibes. Wir waren doch, als Rubens uns malte, die Idealfiguren einer ganzen Epoche. Das war einmal, meine Damen. Heute hat man andere Begriffe von Frauenreiz und Anmut. Wenn Rubens heute leben würde, er malte mich. Und hätte es zu ihrer Zeit schon die herrlichen Triumphlieder gegeben, auch sie würden so aussehen wie ich. Heute triumphiert die Schönheit in der maßvollen ästhetischen Erscheinung. Eine so vollendete Gestalt. Als Inbegriff unbeschwerter Beweglichkeit wird sich immer den Triumph der Welt erobern. Ja, hä? Triumph-Zauberkreuz. War wahnsinnig schwer aufzukriegen mit einer Hand. Man hat dann immer also so rumgefasst und gepopelt. Die linke Hand hat also ein bisschen getarnt, dass man nichts Böses vorhat, und rechts gezerrt. So haben die Mädels damals ausgesehen, die wir uns verliebt haben. Das sind also jetzt Nachbildungen aus den 90ern. Aber die haben wirklich so ausgesehen. Kinder, Karin Karnoll, dann Heidi Geider, Brigitte Fischer, ihr hättet mich alle haben können. Sie haben mich nicht gewollt. Jetzt tut's der ein oder anderen vielleicht. Das gönne ich euch, aber... Und ihr seid natürlich, ich darf gar nicht fragen, aber wirklich mit den Frisuren, damals so schön hoch, das war alles toupiert, da musste man immer so, und dann im Winter die Knie immer knallerot, aber die Knautschlagstiefel und der Rock hier oben, ach, und ich will nicht wieder von den Eierstöcken anfangen, aber grundsätzlich, das war eine harte Zeit damals. Die Häkelsachen, die waren natürlich schon wärmend, das war so die Hippie-Zeit. So, wie alt bist du? 22. Das kennst du alles von der Oma, die Geschichten, gell? Ja. Ich meine, könntest du dir vorstellen, so rumgelaufen zu sein? Naja, manchmal vielleicht in der Disco oder so. Ja, wir sind da immer so rumgelaufen. Ich meine, naja, weniger. Also in der Schule und so, das war nicht so. Barfuß war damals auch Sandy Shaw. Also Schuhe, oder es gab diese Prügelschuhe hier. Damit konnte die kluge Hausfrau auch bügeln. Das waren also hier die mit der Korksohle. Und dann die für den Sonntagabend hier. Wunderschön. Kordanzüge. Mein Gott, was hätte ich gerne so einen Kordanzug gehabt. Diese Semmelgelb, mit dem Peter Weingart immer die Treppe runterkam, mit dem einen Schlitz. Oh, und dieser Bart hier. Es war wunderbar, Herrschaften. So, damit wir es aber nicht verlabern, machen wir wieder ein bisschen Musik. Das ist auch ein Ding, wo man merkt, wenn der erste Ton kommt, weiß man schon, was es ist. Dam, 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 dam. I'm her yesterday man, Chris Andrews. Please tell me something.
einem kleinen Bahnhof bei Hamburg um 5.30 Uhr morgens. Zum letzten Mal verlassen die Beatles ihren Sonderzug, der sie während einer Tournee durch Deutschland trug. Hinter dem Lärm der Begeisterung ahnt man das beträchtliche musikalische Niveau. Paperback Writer, das waren die Beatles. Vieles in meinem Leben habe ich gesehen, die Beatles leider nicht. Und das sind Dinge, die nicht nachzuholen sind. Dann kann man sich nur noch informieren bei Leuten, die es gesehen haben. Renate und Heidrun war bei diesem Konzert dabei. Und das war, also das war dieser Schrei aus dem ganzen Herzen. Was war das, John? John oder George, das weiß ich nun nicht genau. Also Moment, das muss ich doch ins Herz eingebrannt haben. John, für John habe ich was, habe ich geschwärmt. Aber ich meine, da habe ich George gerufen. Sie waren ja alle so schnuckelig, ne? Alle so niedlich. Nun ist die Mutter, die so spricht und die damals so aussah, wir blenden es nochmal ein. Und Renate müssen wir auch einblenden. Renate ist hier. Renate hat auch Kinder, inzwischen werden wir gleich dazu kommen. Das war, Renate war das hier, ne? Rechts. Ja, genau. Was hast du geschrien? Paul natürlich. Paul, ja. Es wäre ja fast mein Mann geworden, nur damals wollte er mich und nachher wollte ich ihn nicht mehr. Wisst ihr, der Mann grämt sich heute. Aber ich meine, er ist 50 inzwischen und so einen alten Mann, ich weiß auch nicht. Ja, aber er hat was. Er hat was. Darauf kommt es. Und er hat ja auch was dagelassen. Guck mal, also das ist was ganz Besonderes, ein originales, das muss man so präsentieren, ein originales Beatles-Autogramm. John, Paul, George und Ringo, ist dir verehrt worden? Von den damals. Und guck mal, es ist also gut aufheben. Allerdings einen schöneren Rahmen hättest du schon, also so ein bisschen mit... Ja, du wolltest mir hier einen schenken, hast du. Doch, okay. Also gut, wir schenken dir vom ZDF einen schönen Rahmen, wo Let's Have a Party draufsteht. Jetzt nochmal zu Heidrun zurück, weil das interessant ist. Deine Kinder machen gerade Urlaub, Renate. Die sind mit meinem Mann auf Mallorca. Ich konnte also leider nicht mit, weil ich... Jetzt könnte Paul ja kommen. Ja, nein, ich bin immer noch so ein bisschen verrückt. Ich gehe jetzt immer auf Maffei-Tour und das war nun dieses Jahr. Und deshalb konnte ich nun leider nicht mit nach Spanien. Gut, okay. Da wird Peter sich freuen. Beatles, Maffei, wie soll das weitergehen? Heidrun, ja. Du hast inzwischen Kinder. Ja. Wenn deine Kinder einmal die Mutter so enthemmt gesehen haben, gibt es da überhaupt noch eine Erziehungsmöglichkeit? Ich bin Lehrerin, das muss ich den ganzen Vormittag, nachmittags habe ich dann Freizeit von der Erziehung. Aber also ich meine, dass Mutter so geschrien hat, habt ihr das schon mal vorgeworfen, wenn sie gesagt hat, hört mir auf mit eurem Kram. Was ist deine Lieblingsband? Also eine Lieblingsband habe ich eigentlich so nicht, muss ich gestehen. Aber die Beatles mag ich auch schon ganz gern. So auf, ah, ja. Auf Partys gerade ist das immer der richtige Stimmungsmacher. Gut, bin ich froh, hat sich wenigstens etwas vererbt. Und was bist du hier? Ich meine, Standbild von der Mutter noch einmal, das muss man noch mal gesehen haben hier. John, guck mal. Entfesselt! Wie viele Jahre ist das her? Das war wann? 66. 66, kaum verändert, 25 Jahre. Hier, aber das, guck mal, das ist die Tochter fast original von damals. Ja. Für wen schwärmst du? Oh, das weiß ich auch nicht so ganz so. Also momentan für Genesis. Wunderbar, das ist unser alter Mensch. Das ist ja, die haben ja damals, war so eine Oberschülerband mehr, aber die haben sich ja inzwischen auch entwickelt. Ich meine, das ist ja alles das gleiche Elend immer, gell? Fangen immer so intellektuell an und am Ende sind sie alle... Naja, so, wir haben jetzt eine Band, war früher mit den Marmelade so schön, mit diesen Geigen. Diese Musik war dann so in den späten 60ern mal ungeheuer aktuell. Hurt gab es From the Underworld und dann eine, wirklich eine meiner Lieblingsband. Ich hatte sie groß, also mit Tesafilm über dem Bett. Love Affair, Everlasting Love. Won't you fall?
forget. Welcome love we once knew. Open up your eyes, then you realize, here I stand with my everlasting love. Need you by my side, girl, to be my bride. You'll never be denied, everlasting love. From the very start, open up your heart, feel that you fall, everlasting love. Also damit ist heute immer noch jede Party zu retten. Und Kinder, ihr seht mal, wie wichtig es ist, dass man Blockflöte lernt.
so important to play an instrument, huh, Brad? This is so difficult. Das ist sehr schwierig. No, it's one of the easiest little things. Das ist vielleicht eins der einfachsten deutschen Dinge. Es ist übrigens ein deutsches Instrument, ein Shepherd, ein deutsches Shepherd. Und Wild Thing war auch mal ein deutsches Volkslied. Viele andere Lieder von den Trox auch. I always loved Love is all around me. Love is all around me. And I can't control myself. Das habe ich mir mal vorgestellt. Ich bin der Thomas, I can't control myself. Und bam. You must. I know. Du musst es. So. Die Trox. Live und also das ist das Tolle. Sie sehen ja, With a Girl Like You sehen ja noch besser aus als damals. Das war eines meiner Lieblingslieder. With a Girl Like You. May I stay the first line? Die erste, ja? Please. Ich meine, damit Heidi Geiner sich richtig ärgert. I want to spend my life with a girl like you. Do all the things that you want to do. Ba ba bam bam bam. Ba ba bam bam. Till the time has come. Let me my little one. Can I dance with you? Ba ba bam bam. Ba ba bam bam. Ba ba bam bam. Das war noch nicht alles. Wir haben noch nicht mal Halbzeit, Freunde. Auch das ein Lied aus England. Die sind alle in England noch unterwegs live. Hier erinnern wir uns an die guten alten Searches. Needles and Pins. Stop and tell myself I'm wrong so wrong.
Die Searchers. Ich kann mir vorstellen, dass sich das also wirklich Kinder von heute gar nicht vorstellen können, dass eine ganze Generation mehr oder weniger ohne Fernsehen aufgewachsen ist, zumindest in den ersten Jahren. Kein He-Man, keine Ninja Turtles. Wir bekamen unsere Weisheit dann nicht durch die Tagesschau, viel später erst, sondern durch die Kino-Wochenschau. Das war so eine Geschichte. Das war also so eine Geschichte mit 4-5 Minuten. Am Anfang immer der Skispringer, wisst ihr noch, der so in die Kamera reingesprungen ist. Und da gab es natürlich auch Volksbelehrung. Also was zum Beispiel heute die ganze Verhüterli-Geschichte ist. Damals ging es noch mehr um Unfallverhütung. Und hier ist ein kleines Beispiel, wie man das damals gemacht hat. Bei mir liegen sie richtig. In meinen Kreisen gilt das Motto, Tod macht erfinderisch. Wir fassen unter dieser Rubrik all jene Leute zusammen, die sich gewissermaßen auf Umwegen aus der Welt schaffen, weil ihnen der Mut zur direkten Aktion fehlt. So gelang es zum Beispiel einem lebensmüden Herrn, sich sanft und sicher in den Tod zu wiegen. Ein anderer versuchte es ebenso umständlich, aber nicht minder erfolgreich, mit Hilfe einer Kettenreaktion. Sie können das aber auch viel einfacher haben. Verzichten Sie doch, mir zuliebe, auf das Anseilen. Die beste Gelegenheit übrigens, um zu zeigen, dass Sie ein Kerl sind. Sehen Sie, und nachdem Sie den Kopf schon verloren haben, brauchen Sie jetzt nur noch das Gleichgewicht zu verlieren. Denn bei mir liegen Sie richtig. Oh.
Tremolos! All right! Silence is golden! Was war Thomas? Ein Lied, das ich zu meinem Lebensmotto gemacht habe. Thanks very much for having us, Thomas. Oh, wonderful. Wonderful. Wunderbar. Ihr habt uns auch natürlich wahnsinnig viel mit Englisch geholfen. Also, wir haben ja viel Englisch aus den Liedertiteln gelernt. Yes. And a lot of English listening to your songs. Oh, little la 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 la. Oder, she's a little lady. Yeah. Yeah. I think about her baby, a busted little lady. I think about her shiny golden hair. When I've been a dreamer, but every time I see her, I start to float away into the air. Whoa, whoa, my little lady. You can make the sun and moon begin to shine. And if you can have your way, every day will be fine. For as long as I may live, I will give you all the love I am able to give. La 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 la. Thomas, this is a special present from you. Das ist ein ganz besonderes Geschenk für dich. Vielen Dank. Danke schön. Danke. Danke. Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen kommen meistens aus den 50ern, aber nicht. Na gut, okay. Also, jetzt haben wir einen kleinen Wochenschaubeitrag. Verrückte gab es immer, zu unserer Zeit besonders viel. Das Hitzeopfer der Woche trafen wir in Berlin. Bei Temperaturen von über 30 Grad im Schatten entschloss sich der bisher ganz vernünftige Stahlbauschlosser Rudi Friedrich gegen den Willen seiner Mutter, den Weltrekord im Dauertanzen zu brechen. Mehr als 100 Stunden wollte er allen Freuden des Lebens entsagen und nur noch zucken. Viel geschah in 107 Stunden. Rudi blieb sauber, er verlor seine Stellung und 10 Pfund Lebengewicht und verdiente 3500 Mark. Was bleibt, ist der Weltmeistertitel und das Geschenk eines Buddhisten, ein Buch über tänzerische Meditation. Es gibt den Ort, den Rudi, herzlich willkommen bei uns. 100 Stunden. Es hat dir nicht wesentlich geschadet. Hier, 3500 Mark hat er damals dafür bekommen. Inzwischen ausgegeben, oder? Nein, längst weg. War eine verrückte Zeit. War eine verrückte Zeit, hat halt mitgemacht. Und möchtest du die Zeit nochmal wiedersehen oder sagst du also, ist gut, dass wir aus dem Kinderkram raus sind? Ach nö, das kann ich nicht sagen. War klasse, hä? War klasse. Rudi, der Marathon-Tänzer, gibt's inzwischen auch noch. Hier ein Lied, zu dem man nicht so wahnsinnig getanzt hat, aber das war, und wir hatten ja, Rudi, wir hatten ja auch unsere schweren Momente. Mein Gott, dieser Liebeskummer. Und da gab es natürlich auch Lieder. Cat Stevens beispielsweise. Oder Bird on a Wire, all diese Sachen. Und hier hat einer schon sehr nachdrücklich über den Sinn des Lebens nachgedacht. Und das habe ich auch oft im Traume gesagt. Where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Peter Sarstedt. You talk like Marlene Dietrich, and you dance like Zizi Jarmet. Your clothes are all made by Balmain, and there's diamonds and pearls in your hair. Yes, there are. You live in a
fancy apartment off the boulevard Saint-Michel, where you keep your Rolling Stones records and a friend of Sacha Distel. Yes, you do. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head, yes I do. I've seen all your qualifications you got from the Sorbonne, and the painting you stole from Picasso. Your loveliness goes on and on, yes it does. When you go on your summer vacation, you go to Juan-les-Pins with your carefully designed topless swimsuit. You get an even suntan on your back and on your legs, and when the snow falls you're found in Samoritz with the others of the jet set, and you sip your Napoleon brandy, but you never get your lips wet, no you don't. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Won't you tell me the thoughts that surround you? I want to look inside your head, yes I do. Your name, it is heard in high places. You know the Aga Khan. He sent you a racehorse for Christmas, and you keep it just for fun, for a laugh. They say that when you get married, it'll be to a millionaire, but they don't realize where you came from, and I wonder if they really care or give a damn. Where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head, yes I do. I remember the back streets of Naples, two children begging in the rags, both touched with a burning ambition to shake off their lowly bone tags. They try. So look into my face, Marie Claire, and remember just who you are. Then go and forget me forever, but I know you still bear the scar deep inside. Yes, you do. I know where you go to, my lovely, when you're alone in your bed. I know the thoughts that surround you, 'cause I can look inside your head. Na, 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 na. Na, 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 na. Peter Sauce, where do you go to, my lovely? Hi, Peter. Es gab ja wirklich viele blöde Songs. Yummy, yummy, chewy, chewy, balla, balla. Aber ein paar Lieder haben doch noch einen gewissen Sinn behalten, auch wenn viele nicht mehr leben. Marlene Dietrich, Aga Khan, Zizi Jarmet. I mean, the song is still live. It's got some meaning in it, doesn't it? Ja, it stood the test of passing time. Ja, ich glaube, er hat die Zeit überstanden. Er wird auch noch mehr Zeit überstehen. I'm sure it's gonna be there for more time. Peter Sarsden, thank like you. You, Thomas. Thank you, danke schön. Where do you go to, my lovely? Danke. Ach, ist das schön, hä? Das ist ja, also ich meine, da sind die lustigen Musikanten da vergessen, Freunde. Das war damals natürlich, wie ich gesagt habe, eine Zeit teilweise ohne Fernsehen für uns. Werbung gab es allerdings schon.
Heute, wenn ich das sehe, was wird da? Da ist in einer Werbung von 30 Sekunden sind da 80 Schnitte drin. Damals waren das noch so kleine Kunstwerke. Eine Werbung aus den guten 60ern. Verstimmung, die man mit einem Underberg schnell hätte beseitigen können. Denn Underberg band Unwohlsein und beruhigt. Jetzt gibt es ein paar Autos aus den 60ern zu begucken.
da kam die natürlich noch meistens aus Deutschland. Damals gab es kaum japanische Restaurants bei uns, geschweige denn Autos. Und wenn ich diesen Mercedes sehe, dann muss ja, also ich meine jetzt nicht dich, du heißt nicht Mercedes, wenn ich dieses Auto sehe, dann muss eigentlich den Ingenieuren bei dem Kübelwagen, den sie jetzt gebaut haben, da diesen großen ja übel werden. Und das ist also ein ganz kleiner, ich meine, das ist damals schon was ganz Besonderes gewesen. Ein Messerschmitt, was für einer? Ein TG 500. TG 500, TG, die großen Buchstaben, TG, sprach damals schon für Qualität. So, es gibt noch einige, bitteschön, kommen Sie rein, trauen Sie sich. Die springen natürlich auch auf Kommando immer noch an. So was Schönes. Weiß man, was er damals gekostet hat? Wahrscheinlich kostet er heute mehr als damals, oder? Wenn man den kaufen möchte. Hier, Borgward Isabella. Also von der Farbe her ist das noch also mauermäßig, aber ansonsten von der Form her, er hat auch noch, mein Gott, die Blumenvase. Um Gottes Willen, zeigt sofort die Blumenvase. Geht die Tür auf? Kindersicherung? Nee. Diese herrliche Blumenvase gab es auch in durchsichtiger Plastik mit Plastikblumen. Wunderschön. Nierentischmäßig. Und riecht auch, oh, riecht auch schon so schön muffig. So, Dankeschön, Borgward Isabella, englischer Schick. Bitte kommen Sie ruhig rein, kommen Sie weiter, trauen Sie sich, ihr bleibt hier stehen. Ein MG. Das war also, Bond ist ja damals erst Martin gefahren. Was für eine ist es genau? Ein MGA. MGA. Aha. Danke sehr. Wer A sagt, muss auch B sagen, BMW. Mein Gott, der Bischof kam damals zur Firma mit so einem großen BMW. Isa 12 gab es das auch. So, ein Volkswagen. Und zwar der Käfer bzw. Käfer Cabriolet. Was gibt Schöneres? Schauen wir. Kann man doch heute alles dagegen vergessen. Hier mit dem stolzen Zeichen nach Wolfsburg. Da war damals übrigens gerade die Wischanlage, Scheibenwischanlage von hier mit so einem Nippel da. Konnte man draufdrücken schon und schon. Ja. Vertrocknet inzwischen, hä? Wunderschön, braucht man mit dem Cabriolet, kann man ja aufstehen und vorne wischen. Volkswagen Cabriolet, der Käfer. Auch so späte 60er. So, ein Alfa Romeo. Auch ein schönes Stück. Herzlich willkommen, was ist das für einer genau? Das ist ein Giulietta Spider von Alfa Romeo. Ein Giulietta. Ist die Julia auch aus der Zeit? Die Julia war die Jule und die Giulietta war halt das Julchen. Julchen. Und habt ihr euch kennengelernt vor dem Auto oder nach dem Auto? Nach dem Auto. Nach dem Auto. Erst hatte er das Auto und dann war natürlich die Frau kein Problem mehr. Dankeschön. Ein Alpha, was haben wir noch? Oh, jetzt kommt was Großes. Es war ja auch die Zeit der amerikanischen Serien. Cookie, Eddie Constantine. Alle fuhren sie mit diesen Schlitten. Und dann gab es ja auch das Lied. Renegades. My baby's got a brand new Cadillac. Dong, 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 dong. Hey, hä? Vor dem geht die Welt zugrunde. 80 Liter auf 100 Kilometer. Aber sah halt gut aus. Und damit könntest du natürlich auch Semmeln schneiden hinten hier. Guck mal. Wunderschön. Cadillac. So, also das war ein kleiner Nachgeschmack auf Autos, die es leider heute nicht mehr gibt. Manche leider, muss man ja sagen, Gott sei Dank, die würden sich heute nicht mehr lohnen, was den Sprit betrifft. Aber schön war es halt. Genauso schön wie die Musik. Wir hatten selbstverständlich auch unsere Sorgen, habe ich ja schon mal gesagt, und hatten die entsprechenden Lieder dazu. Beispielsweise das nächste von den Fortunes. You've got your troubles, I've got mine. Oder here it comes again, that feeling. Here it comes again, here come the Fortunes. I see that worried look upon your face. You've got your troubles, I've got mine. She's found somebody else to take your place. You've got your troubles, I've got mine. Just like you, I sit and wonder why. You got your troubles, I've got mine. You need some sympathy, well, so do I.
you've got your troubles, I've got mine. Freedom comes, freedom goes. Tell me yes and then she tell me no. Freedom never say long. Freedom moving along. Freedom won, freedom stay. Freedom love and then she flies away. Freedom never say long. Freedom moving along. Daddy is a doctor, mother is a deputy. There is a society living in a mansion somewhere in the country and another in Jersey. Is a rich girl, bad as it'll sweet girl, pretty as a sunny day. Freedom never does to what she doesn't want to bring, who never has to pay. Freedom come, freedom go. Tell me yes, and then she tell me no. Freedom never so long. Freedom moving along. Freedom won, freedom stay. Freedom love, and then she flies away. Freedom never so long. Freedom moving along. Freedom is a name, freedom is a major, running all around the town. Everybody wants to, everybody tries to, but nobody can hold it down. Freedom is a kind of freedom, is a dream, freedom is a happy day. Freedom won't forgive you if I say I love you, freedom when you run away. So. Zu jeder großen Sendung gehört mittlerweile eine große Platte. Und weil das ja so ein bisschen meine Abschiedsparty ist, habe ich gesagt, will ich aber drauf sein auf der Platte. Schau mal, schon bin ich drauf. Gibt es auch als CD, obwohl es nicht so ganz in die Zeit passt. Und hinter dieser Platte steht garantiert weder Frau Kohl noch Frau Genscher, stehe ich ganz persönlich. Ich bin ja inzwischen ein großer Junge, wie man sieht, und man muss auch mal was Gutes tun. Ich habe mich also entschlossen, wirklich auch was zu versuchen, ein bisschen zu helfen. Wer die Platte kauft, hilft bedürftigen Kindern und hat eine Menge Spaß. Let's have a party mit allen Bands, die drauf sind. Gibt immer so LPs, wenn man zwei Titel gut findet, den Rest kauft man mit. Hier sind alle wirklich ein Treffer. Also, let's have a party, let's have eine Platte. Und hier ist die nächste Gruppe. Das war auch eines. Das hat sogar der Paul McCartney nachgesungen. Der Mann kennt die Jungs alle noch aus den guten Liverpool-Zeiten. Hier ist Gary and the Pacemakers. Fairy, cross the mercy. Sie können das viel besser. Okay? Gary and the Pacemakers.
Life goes on day after day. Hearts torn in every way. So ferry across the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay. People, they rush everywhere, each with their own secret care. So ferry across the Mersey and always take me there, the place I love. People around every corner, they seem to smile and say, we don't care what your name is, boy, we'll never turn you away. So I'll continue to say, here I always will stay. This land's the place I love, and here I'll stay, and here I'll stay, here I'll stay. Unsere letzte Beobachtung gilt einer der ersten kindlichen Begegnungen mit der Zivilisation. Zu einem Zeitpunkt, in dem die Eltern noch die Möglichkeit haben, Beatle-Neigungen und Beatle-Frisuren auf althergebrachte Art zu verhindern. Kinder beim Friseur. Kundschaft, die hier unter die Schere abendländischer Kultur geraten ist, muss die tränenreiche Erfahrung machen, dass man in diesem Leben schon frühzeitig Haare lassen muss. Also man glaubt, dass der Junge Schäden fürs Leben davon getragen hat, aber Gott sei Dank ist es nicht so. Das war ja damals überhaupt ein Theater mit den Haaren. Immer wieder Haare ab. 3,50 Mark damals, waschen und legen. Und Thomas Strömpel ist der junge Mann, der jetzt neben mir steht. Hier ist er als Großer und da ist er nochmal als Kleiner. Wie er sich also, guck mal, mannhaft gegen diesen Bestäuber gewehrt hat. Thomas, in der Zwischenzeit hast du aber eine Frisur, dass deine Eltern glücklich sind, oder? Ja, doch, glaub schon. Ja. Jo. Hast du irgendwie auch später mit den Haaren immer noch Probleme gehabt? Ich meine, du warst damals ja klein, so in den 60ern. Wann bist du geboren? 61. Das war, als ich also schon dauernd Ärger mit den Eltern hatte wegen der Haare, hast du schon als Kleinkind Ärger gehabt. Hast du später irgendwo eine Beziehung noch zu dieser Zeit oder ist es deine einzige Erinnerung? Also eine wenig Erinnerung in der Zeit. An die 60er. Das war das Einzige. Eigentlich mehr so 70er, 80er dann halt. Ja, klar, das glaube ich. Dann bist du aufgewacht in den 70ern, da waren wir schon wieder eingeschlafen. Also, Thomas Strömpel mit seiner Erfahrung vom Friseur. Jetzt eine Band, die du noch kennen könntest, weil das waren späte 60er, Anfang 70er. The New Seekers. You know I beg, steal or borrow. You know. It's very clear to me.
Israelite, yeah.
wondering how we'll get so hard. I'm down and I'm You can get it if you really want on Israelites, Desmond Dekker and the Aces, hä? 67. Also dann gab es langsam Fernsehen und es gab für Musikfans eine Pflichtsendung. Ich habe keine verpasst, viele von euch haben sie auch gesehen. Wir blicken kurz zurück. Stichwort Beat Club. So I bought me a ride down to Macon, Georgia on an overloaded food truck. I thumbed on down to Panama City, started picking out some of them all-night bars. I hoping I could make myself a dollar making music on my guitar. I got the same old story, them all-night peers. There ain't no room around here for a guitar man. We don't need a guitar man, son. Guten Tag, liebe Beatfans innen und Ausland. Herzlich willkommen zur 30. Ausgabe des Beat Club. Ganz besonders begrüßen wir heute auch die Zuschauer des österreichischen Fernsehens. Ja, die nächsten 45 Minuten sind wieder vollgepackt mit Popmusik und Beat, internationalen Stars, der heutigen Hitparade aus London, der EP-Hitparade unserer Zuschauer. Ihr erfahrt die Auflösung unserer letzten Umfrage und Dave sagt euch jetzt, wen ihr gleich seht. Thank you. Der Beat Club mit Uschi Nerke. Grüß dich. Die Haare sind ab, aber ansonsten... Der Rock ist genauso cool. Wie neu, wie neu. Passt genauso. Und die Go-Go Girls, Karin Eckstein und Gitta Fiele, alle beide, haben Sie gesehen, das war ja eine ganz besondere Tanzart damals. Also immer so mit dem Po ein bisschen, gell, und nach oben. Und meine Mutter immer, guck sie an, die Luder, guck sie an. Also aus den... So solide. Dabei waren die so solide, das war damals eben unsere Zeit. Die Mädels, immer ein bisschen Liedstrich, immer ein bisschen verworfen ausgesehen, aber unheimlich brav. Von innen heraus, gell? Obenrum die Hölle, aber untenrum war nicht los. Jetzt... Ja, nein, 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 ich meine, also, jetzt ist es halt... Nein, das ist... Also okay, gut, Sie haben Kinder. Nein, ich meine also, ja, im Wort positiven Sinne. Uschi, helft mir jetzt, um Gottes Willen. Nee, überhaupt nicht, du. Ich werde einen Däubel tun. Da musst du selber durch. Sag mal, Beat Club, das war eine Kultsendung. Leckebusch ist ein Name, der eigentlich für alles das, was heute so im Videogeschäft passiert, ja fast der Großvater gewesen ist. Ja, du hast recht. Ich habe mein eigenes Mikro. Es hat gerade so geknackt, deswegen habe ich... Es ist kein Beat Club-Mikro. Nein. Sag mal, man würde die Sachen ja noch mal gerne wiedersehen. Ich würde wahnsinnig gerne, jeder Scheiß wird wiederholt, der Beat Club nicht. Ich will dir eines sagen, ich werde so oft angerufen, werde gefragt, werde also angeschrieben und warum wiederholen Sie den Beat Club nicht? Ich finde es eine Schande, dass diese wirklich Zeitdokumente in den Regalen verstauben. Ja, warum wiederholen Sie den Beat Club nicht? Reden, ne? Oh, 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 Beat Club, Beat Club, Beat Club, Beat Club, Beat Club. Und jetzt, bravo. Wunderbar, Fackelzug nach Mainz, Bischof Lehmann, schaust du Fenster aus, wir werden das jetzt machen. Also, denn es war ja toll und es war damals ja unheimlich lustig, was da passiert ist. Wir haben sogar noch Fotos aus der Zeit. Wow. Guck mal hier, das ist also Uschi in der Mitte und die beiden Go-Go-Girls rechts und links. Traumhaft. Und das wart ihr im wirklichen Leben, ihr habt Ballett getanzt. Das war die andere Seite der Medaille, also wie gesagt, die ernste Muse, das war das Theater. Wir kamen als professionelle Tänzerinnen zum Beat Club oder wurden vom Beat Club durch, oder zum Beat Club von Maike Leckebusch ausgesucht. Wir haben ihn heimlich anders genannt. Aber ach was, ich kann also alle Eltern beruhigen, es ist was Vernünftiges aus euch geworden. Was zum Beispiel? Kann man sagen, ja, Mutter... Zum Beispiel mit einer reizenden Tochter. Ja, und ich habe also seit langen Jahren schon eine Ballettschule in Bremens bestem Viertel im Schnorr bei uns, also in der Altstadt, und bringe da meine Erfahrung, aber nicht nur als Go-Go-Girl, sondern im klassischen Ballett. Ja, natürlich. Das Beste, was man in Bremen finden im strikten Tanzrhythmus. Ja, Uschi, was machst du? Ich meine, du bist inzwischen verheiratet, sowieso. Tochter hast du auch? Ja, nee, ein Sohn. Ein Sohn. Ich bin ganz stolz, 1,80, so ja. Ja, 13 Jahre, 1,80, Schuhgröße 44,5, Badge. Yeah. Wenn du heute Musik hörst und damals, würdest du, ich meine, ich bin ja so ein Jugendbewegter, es ist wenig, was mir heute besser gefällt als damals. Hast du dich völlig geändert? Also nein, du... überhaupt nicht. Du, ich mache ganz viele Sachen noch mit den Leuten, die heute Abend da sind. Ja? Ja, ich war gerade vor Ostern 3 Wochen mit 5, 6 Leuten auf Tournee, mit zum Beispiel Chris Andrews und Mungo Jerry und so weiter und so fort. Und jetzt am 14. November ist in der Grugerhalle in Essen wieder ein richtig schöner Oldie-Abend, muss ich ja mal sagen, ne? Da geht wieder richtig die Post ab.
Ich meine, sowas mache ich alles noch, aber just for fun, weil es eben just Spaß for fun. Macht. Natürlich ja. hatte auch eine deutsche Abteilung im Beat Club Platz. Ja. Es gab nicht viele, muss ich ehrlich sagen. Es gab die Rattles, dann gab es die Rainbows, My Baby, Baby, Balla, Balla. Die konnten wir nicht einladen, die hatten den Text vergessen. Aber wir haben eine ganz wichtige deutsche Band, an die werdet ihr euch gerne zurückerinnern. Danke, Uschi, danke, Gogos. Also, okay. darf ich mal so sagen. Hier sind die Lords, Shaking All Over. Over in the glory.
took me by the hand over in the glory land. Over in the glory land, see that happy angel band. Over in the glory land, drifting through like Helsley, I saw things I couldn't see, walking through the glory land. Sinners said, rocks ahead, devils wrecking in my head, over in the glory land. I'm singing over in the glory land. Jesus took me by the hand, over in the glory land. Er hat noch die gleiche Jeansgröße. Unglaublich, Uli. Ist es nicht wunderbar? Und da heißt es immer, der Lerchenberg, da würden sie alle pennen. Es ist doch ein Wahnsinn, der Lerchenberg tobt. Jawohl. Gott. Gut. Ach, Mensch. Gut, dass keine Arbeit ist, würden sie alle aufwachen jetzt. Aber pass auf. Jetzt sind wir sind am Ende. Es ist fast ein Jammer. Wir müssen allerdings noch ein bisschen an die Mädels denken. Wir haben immer das große Problem, unsere Freundin immer 3 Jahre jünger und die kommen ja immer aus dieser Sweet-Rubetz-Generation. Die sollen nicht unglücklich ins Bett gehen. Wir haben sie da. Wir haben jetzt ein großes Feuerwerk. Es knallt nochmal richtig und wir haben zum Rausschmeißen, Dankeschön, sie können gar nicht abtreten. Das war's, ist ewig. Das war's. Denn jetzt... Oh. Dann kam die Generation mit den Mützen. Hier sind die Rubets Sugar Baby Love. I can do it, I can do it.
die große Oldie-Nacht des ZDF mit The Rubettes, The Lords, Desmond Dekker and the Aces, The New Seekers, Gary and the Pacemakers, The Fortunes, Christy, Peter Sarsgaard, The Tremolos, The Searchers, The Trucks, Love Affair, Marmalade, Chris Andrews, The Swinging Blue Jeans, Mungo Jerry, The Equals, and Tony Sheridan. Let's have a party!